Ja, mein lieber Philipp, heute hast du ein gutes Training gemacht, Vorbereitung auf die deutschen Meisterschaften Berglauf. Warum läufst du denn so kurzzeitig? Man müsste eigentlich jetzt am Berg trainieren. Ja, weil wir alle wissen, dass die Grundständigkeit unheimlich wichtig ist, auch am Berg. Und Kraft, Ausdauer werden im Alltag mit eingebaut. Aber Dienstag und Donnerstag heißt es ja immer Grundständigkeit auf der Bahn. Okay, es sah ja relativ locker aus von außen. Ja. Der Eindruck, den du selbst da hast, ist der Mensch, es lief eigentlich locker. Den Eindruck, also am Anfang habe ich schon gemerkt, das Wetter wird jetzt wieder wärmer. Ich hätte nicht gedacht, dass man hinten raus noch so sich so pushen kann. Und ich bin unheimlich zufrieden, weil vom Wetter war es heute schon wieder schwierig. Ja. Aber du hast ja eine gute Serie gemacht. Das heißt 300, 600, 1200, 1000, 1500, 500, 200, 200. Heute gucken gerade so ein paar Fußballer da, weil die Bundesliga U19, der KSV aufgestiegen, die wollen trainieren heute. Ja. Und die sind total begeistert von dir. Die fragen, wie schaffst du das? Ich habe denen gesagt, das ist vor allen Dingen die Ziegenmilch. Stimmt das? Ja. Ist das das Geheimnis? Ja, es ist das Geheimnis. Ziegenmilch, Schafmilch und Stühlenmilch. Es gibt leicht bekömmlicher wie Kuhmilch. Kuhmilch ist natürlich auch wichtig, aber gerade vor schnellen Einheiten ist Ziegenmilch schneller verdaulich. Nach diesem harten Training heute, hast du dann eine spezielle Form der Regeneration? Nein, morgen der Dauerlauf wird halt ein bisschen langsamer und dann höre ich ganz auf meinem Körper und gestalte so die nächsten Tage. Ja, ich denke mal, gibt es schon so eine Idee, was man als Team bei der Deutschen Berglaufmeisterschaft machen könnte. Es sind ja der Leonardo dabei, es ist Hochtal dabei und wer ist noch dabei? Kaiser, Felix Kaiser. Felix Kaiser, also ein wirklich aus meiner Sicht starkes Team. Ja, das stimmt. Ist das auch dein Eindruck? Gibt es da schon so eine Zielsetzung, dass man sagt, okay, also wir wollen als Team so schon als Erster da oben am Berg sein? Es wäre natürlich schön, als Team als Erster oben am Berg zu sein, aber es ist natürlich, sag mal, da gibt es doch Fachleute, reine Bergläufer, die nochmal was anderes reißen können, aber wir werden alles geben, um auf den ersten fünf Plätzen zu landen. Wie siehst du das von der Teamsituation? Das sind zwar die Bergspezialisten, wir kennen sie, aber haben die Teams, sind das Einzelläufer? Also so wie ich weiß, sind auch ein paar Teams am Start. Ich meine, die Hanauer haben natürlich sowieso Berglaufspezialisten dabei. Aber nichtsdestotrotz, Allgäuer Team ist natürlich auch vertreten. Die habe ich ja kennengelernt in Österreich und so beim Berglauf. Aber wir werden alles geben und wir sind auf jeden Fall sind wir genauso gefährlich und ich sag mal, es ist alles möglich. Ja, ich denke mal, das ist ein super Ausblick. Wir wünschen dir alles Gute, bleib vor allem bis dahin gesund. Dankeschön, danke auch. Sehr schön.